Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem letzten Video im Jahr 2022. Heute sind wir in Kempten beim Silvesterlauf. Es ist unglaublich warm, deswegen bin ich auch in T-Shirt und kurze Hose unterwegs. Ich mache einfach ein kleines Video drüber, ein paar Impressionen und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß, auch wenn es mal wieder was anderes ist. Haut da rein! So, hallo zusammen. Heute ist mal wieder soweit. Ich renne zusammen mit Lukas den Silvesterlauf in Kempten. Für Lukas, glaube der erste 10 Kilometer Wettkampf überhaupt, den er gelaufen ist. Ich bin in Kempten die 10 Kilometer schon oft gelaufen. Ist eigentlich so ein klassischer Jahresausklang für Läufer im Allgäu und auch ein guter Test, um zu gucken, wie startet man denn so in die nächste Saison. Ich werde mich jetzt noch spontan nachmelden. Habe mich nicht vorangemeldet, weil ich nicht sicher war, ob es diese Woche Sinn macht. Ich habe ziemlich viel auf dem Rad trainiert und beim Laufen und war ziemlich platt gestern, aber heute fühlen sich die Beine gut an. Keine Ahnung, was heute drin ist. Ambitionen, wie gesagt, relativ wenig. Ich laufe einfach mit, schau, was geht. Vor 2 Jahren bin ich mitgelaufen, da war es erstaunlich gut, da war ich auch top in Form. Da bin ich in meiner Altersklasse Bestzeit gelaufen. Da bin ich heute aber weit, weit von entfernt. Also ich bin gespannt, wie es läuft. Freue mich auf den Lauf, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. In dem Sinne, no pain, no gain und viel Spaß beim Zuschauen. So, Freunde, Startunterlagen sind am Start. Ihr seht es, 884 und da geht es dann gleich los. Ich glaube, letzte Aussage waren 1800 irgendwas 20 Leute, die gemeldet sind und dann, ja, gucken wir mal, ein bisschen Gas geben, schauen, was da so geht, ob man da schöne Zeit rausholen kann oder auch nicht. Wir werden sehen, ich bin gespannt, bin das Ding noch nie gelaufen, aber dann wünsche ich mir Glück.
So, geschafft. 10 Kilometer eingetütet. Keine gute Zeit, aber ganz egal. Irgendwas mit 44 Minuten. Bin aber trotzdem zufrieden, weil heute ging es ja nicht um die Zeit, sondern eigentlich ums Mitlaufen als solches. War schöner Lauf, hat Spaß gemacht. Ich habe mich nicht total verausgabt. Könnte jetzt eigentlich noch ein bisschen weiter rennen. Aber das lassen wir bleiben. Ein bisschen schneller hätte ich noch sein können, aber ich habe heute wahrscheinlich den Fair-Play-Preis gewonnen, weil auf der Zielgeraden, auf den letzten 100 Metern, lief einer vor mir. Ich habe mich schon gewundert, dass der für einen komischen Laufstil hat. Der lief ganz nach vorne gebeugt und ganz komisch. Und ja, dann habe ich gemerkt, hoppla, der kann nicht mehr. Der ist da plötzlich zusammengebrochen, ist dann nach vorne übergefallen. Und dann habe ich gedacht, nee, den kann ich jetzt nicht so wie die anderen einfach vorbeilaufen. Den habe ich mir dann geschnappt. Haben versucht, unter die Arme zu greifen und haben noch bis über die Ziellinie geschleppt und da haben dann die Sanitäter entgegengenommen. Aber der hatte wenigstens noch eine gute Zeit. Er wäre immerhin noch schneller gewesen als ich, wenn er nicht zum Schluss diesen massiven Einbruch gehabt hat. Also der hat sich mal richtig verausgabt. Aber ihm geht's gut. Das ist die Hauptsache. Er hat sich bedankt, dass ich ihn da über die Linie geschleppt habe. Und der wird sicherlich trotzdem heute noch einen schönen Abend haben und ins neue Jahr rutschen. Und euch wünsche ich das auch. Ich wünsche euch tolles, aktives Jahr 2023. Bleibt gesund, bleibt munter. Und dann bis demnächst. Ciao. So, kleine Anmerkung noch. Bevor es jetzt die Stärkung gibt, vegane Soja-Bolognese-Nudeln. Ergebnisliste sagt immerhin 10. Platz in meiner Altersklasse. Also, damit kann ich gut leben und gut ins nächste Jahr starten. Macht es gut, bleibt aktiv und immer schön Kilometer ballern statt böllern. Danke und ciao. So, Lauf ist vorbei. War gut, übel anstrengend zwar, aber mein Kameramann hat super Leistung vollbracht. Jetzt gibt es noch einen schönen Döner im T-Shirt in Kempten. Genau, Platz glaube ich 113 gesamt und ich weiß nicht, je nachdem was korrigiert wird, 100 oder 99 von den Männern. Ist ganz okay bei knapp 2000 Startern. Genau, und dann wünsche ich allen ein wunderschönes neues Jahr und viele coole Videos.